Abschluss der 19. Runde der GRK, der Tabellenführer zu Gast bei Sturm 2. Der GRK-Anhang zahlreich mit angereist nach Wiener Neustadt. Die Young Black Keys müssen ja in Niederösterreich aktuell ihre Heimspiele austragen. Die Vorzeichen klar verteilt, der GRK-Favorit will weiter in Richtung Bundesliga marschieren. Der Favorit wird seiner Favoritenrolle auch früh in dieser Partie gerecht. Erste Chance, zweite Minute, Rosenberger und dann Maderna zirkelt den Ball über die Latte des Tores von Matteo Bignetti hinweg. Simon Nelson will klären, Rosenberger, und dann kommt der Ball irgendwie zu Maderna. Der bringt den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Es geht munter weiter, siebente Minute. Nächste Flanke, Bignetti will klären, Michael Cecur mit dem Ball neben das Tor. Nächste gute Chance, der GRK kommt richtig gut in diese Partie hinein. Sturm gerade in der Anfangsphase ordentlich mit Problemen. 16. Minute, nächste wunderschöne Aktion. Eloshvili sieht Cecur, der legt den Ball vorbei und dann Tizian Valentino Schama rettet auf der Linie. Es bleibt beim 0:0. Wunderschön gesehen von Eloshvili. Cecur bezwingt Bignetti aber nicht Tizian Valentino Schama. 21. Minute, entscheidende Szene. Maderna, Pressball, Ball kommt in die Tiefe zu Maderna, Simon Nelson, da gibt's den Kontakt, da gibt's den Foulpfiff und da gibt's folgerichtig die rote Karte gegen den großgewachsenen Innenverteidiger. Simon Nelson hier zu physisch gegen Maderna, der fällt routiniert, Sturm ab dort mit einem Mann weniger. 38. Minute, die Partie beruhigt sich ein klein wenig und dann Cecur, nächste Chance. Der Stürmer richtig aktiv zu Beginn der Partie. Noch zumindest ohne Erfolgserlebnis. 39. Spielminute, dieses Mal der SK Sturm. Antonio Ilic legt sich den Ball einmal vor, der Schuss, kein Problem für Jakob Meierhofer. Aber die Zweier von Sturm kommt zusehends besser in die Partie und das trotz Unterzahl. Wir gehen in die Pause, 0:0, der GRK muss mehr liefern, die Chancen sind da, die Tore bisher noch nicht. Bis zumindest die 48. Minute, Miloš Jovičić. Plötzlich ist der Ball im Tor, der Kapitän besorgt die 1:0 Führung. Eloshvili mit der Flanke verlängert, leichte Verwirrung und dann ist die Nummer 30 mit dem Kopf zur Stelle. Fünfter Treffer in dieser Saison, es steht 1:0. Die Aufgabe für die Young Black ist eine richtig schwere. 72. Minute. Christian Lichtenberger wieder mittlerweile im Spiel. Lenja Stremski. Und dann kommt eben jener Christian Lichtenberger zum Schuss. Kein Problem für Matteo Bignetti. Lichtenberger nach seiner Verletzung wieder im Kader. War nicht in der Startaufstellung, dann aber eingewechselt. 90. Minute. Nochmal. Eine Chance für den GRK. Wieder ist es Christian Lichtenberger. Legt sich den Ball vor. Bignetti und dann Jastremski nochmal. Bignetti hält den Eintore-Rückstand fest. Heider entscheidet sich hier gegen das Foul. Lichtenberger geht vorbei. Erste Parade Bignetti. Dann Len Jastremski wieder Bignetti. Das war's. Der GRK besiegt die Zweier von Sturm. Erhöht den Vorsprung auf Leoben auf 11 Punkte. Der mitgereiste Anhang darf die 3 Punkte in der Ferne bejubeln.